Ja, Eintracht Frankfurt ist natürlich ein Club, der natürlich eine Riesentradition hat und eine Riesenstrahlkraft auch hat. Ich natürlich Eintracht Frankfurt auch in den letzten Jahren auch immer intensiv verfolgt habe, gerade diese Europapokalnächte, wo einfach außergewöhnliche, nicht nur sportliche Leistungen auch von den Fans und von dem Umfeld, glaube ich, hat Eintracht Frankfurt in Europa bekannt gemacht. Und es war immer für mich so, wenn ich dann vor dem Fernseher saß, immer beeindruckend. Und ich bin jetzt extrem froh, ein Teil davon zu sein. Es ist, glaube ich, macht mich stolz, jetzt ein Teil von Eintracht Frankfurt zu sein. In den letzten Jahren ist ja auch sehr, sehr erfolgreich und gearbeitet worden mit Freddy Bobic und auch Adi Hütter. Und ich bin froh, ein Teil davon zu sein, den Verein weiterentwickeln zu können, meine Ideen mit einfließen zu lassen und auf der Basis, die jetzt geschaffen worden ist, diesen Weg weiterzuführen. Und bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Ja, ich glaube, dass vieles natürlich jetzt auch schon sehr, sehr gut gemacht wurde in der Vergangenheit und grundsätzlich passt auch die Art und Weise, wie ihr Fußball gespielt wurde, natürlich sehr zu der Art und Weise, wie ich Fußball sehe. Und das will ich einfach zusammen mit dem Team, zusammen mit den Mitarbeitern von Eintracht Frankfurt auch weiter forcieren, dass wir attraktiven Fußball spielen, dass wir auch offensiven Fußball spielen, immer auch eine aktive Mannschaft auf dem Platz haben, dass wir sehr variabel sind, dass wir einen Kader haben, der sehr variabel ist, sodass der Trainer dann auch immer wieder die Möglichkeit hat, auszuwählen, in welcher Kombination er welche Spieler auf dem Feld haben kann, dass wir unberechenbar sind und somit auch nicht ausrechenbar sind und somit auch die Wahrscheinlichkeit, nachhaltig erfolgreich zu sein, auch beibehalten. Gleichzeitig ist es für mich auch wichtig, so eine Verbindung zu schaffen zwischen Nachwuchs- und Profibereich, einfach auch da zu versuchen, die Durchlässigkeit zu erhöhen, sodass wir, wenn es geht, natürlich so viele Jungs aus dem eigenen Nachwuchs dann auch bei uns in der Profimannschaft haben und mit denen dann auch unsere Ziele erreichen. Und gleichzeitig natürlich auch jetzt bei der Mannschaft, das ist ja schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, die eine sehr, sehr hohe Qualität hat, die punktuell zu verstärken, mit jungen Spielern auch zu verstärken, sodass wir in den nächsten Jahren unsere Ziele erreichen können. Jetzt gab es im Sommer noch eine Schlüsselpersonalie bei der Eintracht mit Ben Manga. Vielleicht können Sie erstens, weil Sie auch vom Scouting sprechen, schon mal erklären, wie eng war der Austausch mit ihm in den letzten Wochen und Monaten und wie stellen Sie sich generell die Zusammenarbeit mit ihm denn vor als Kaderplaner? Ja, Ben ist natürlich jemand, der unheimliches Know-how hat, der in den letzten Jahren hier auch hervorragende Arbeit geleistet hat. Und natürlich haben wir uns in den letzten 2-3 Wochen natürlich intensiv auch ausgetauscht. Er hat eine sehr, sehr gute Scouting-Abteilung aufgebaut und ist ein wichtiger Ansprechpartner für mich. Er hat auch ein sehr, sehr gutes Auge, erkennt junge Talente sehr, sehr schnell. Und von daher ist es ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner für mich, weil die Scouting-Abteilung natürlich schon ein Stück weit die Basis ist für gute Kaderplanung und Ben und ich, wir haben in den letzten 2-3 Wochen da auch ein sehr, sehr enges Verhältnis entwickelt und ich freue mich sehr, sehr auf diese Zusammenarbeit mit ihm und von daher bin ich froh, dass er da ist. Herr Kröschel, wie ist es denn mit dem neuen Trainer gelaufen? Das war ja uns so kommuniziert, dass Ben Manga und Oliver Frankenbach das erstmal angeschoben haben. Haben Sie das dann einfach übernommen oder hatten Sie neue Ideen oder war Oliver Glasner sofort auch Ihre Nummer eins? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass Oliver Glasner von Anfang an natürlich auch der Top-Kandidat war. Er hat natürlich herausragende Arbeit geleistet in Wolfsburg, hat die Mannschaft übernommen, wo sie im unteren Tabellendrittel war und hat sie dann letztendlich in die Champions League geführt. Von daher war das natürlich von Anfang an auch der Top-Kandidat. Und natürlich hat man sich da auch natürlich im Austausch dann auch mit Ben Manga und auch mit Oliver Frankenbach natürlich dann die Dinge angeschaut. Wir sind sehr, sehr froh, dass Oliver glaubt. Thank you.